Bestes Wetter heute Abend ab 20:15 Uhr, unfassbar gute Fernsehunterhaltung. Und wir müssen jetzt eine Entwarnung geben, bevor wir gleich über Salat reden und alle Männer sofort die Fernbedienung aus dem Schrank irgendwie oder irgendwie aus dem Fenster werfen. Es gibt natürlich auch noch ein bisschen Fleisch und eine Wurst. Die Salate, die wir jetzt haben, sind für dabei. Oder wenn man mag, halt als Hauptspeise. Genau. Wir haben gerade eben schon über eingesprochen, da war rote Beete dabei. Richtig. Mit Nudeln. Genau. Das sind so Penne oder so. Das hier sind Nudeln, Daniel. Naja, aber die Frage ist ja welche. Da gibt es ja die Schmetterlinge und die Penne. Warum Penne? Einfach, weil die ein bisschen mehr aufnehmen? Oder warum? Weil die vor allem ein bisschen fester sind. Ne? Ja. Die sind nicht so weich. Für einen Salat ist Penne immer wunderschön. So, und jetzt hast du uns einen Brotsalat angekündigt. Brotsalat klingt erstmal unspannend, die Männer. Ach komm, Brotsalat. Ja, aber na ja, guck aber mal diese Croutons an. Das sind keine Croutons, das sind Mega-Croutons. Und da bin ich wieder im Spiel. XXL. Genau. Was ist das denn? Das ist ein Fladenbrot. Das ist ein Fladenbrot, genau. Mit Olivenöl, mit Knoblauch. Einfach schön bei 200 Grad im Ofen gebacken. Aber eben schnell, dass sie innen noch schön weich sind, außen noch knusprig sind. Ja? Ach so. Und so, das wird jetzt das fertige Produkt. Ne? So soll es nachher aussehen. Bei dieser Brot, sieht das bei dir aus. Bei mir sieht das sieht so bei nicht dir genauso aus, aus. Vielleicht sogar besser. Ja, ach, das kriegen wir hin. Bei dieser Brotsalat, die genau, die saugen jetzt so ein bisschen die Feuchtigkeit ein. Und dann, die sind so ein bisschen schlotzig. Du, wie fangen wir an? Ich total. Glaube, jetzt schon das hier reichen, ne? Also. Ordentliches Stück Fleisch. Kannst du kneten Brot mit den Handschuhen, Daniel? Ich habe Handschuhe dabei. Wir müssen nämlich auf jeden Fall Zwiebeln. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt hier Handschuhe in der Küche anziehst. Doch, erst ist kalt. Ist ein Chefkoch, hier wird hygienisch groß geschrieben. Was meinst du, was ich schon für einen Ärger in der Küche bekommen habe, mit Chefküchen? So sieht's aus. Aus, dass du die Hände gewaschen hast vorher. Ja, aber ich habe ja hier auch schon wieder Zeug und so. Okay. Das macht er bestimmt auch zu Hause. Herr Doktor bereit? Ich versuche mich dann eigentlich immer vor der Arbeit zu drücken, aber jetzt habe ich sie leider schon an. Mit Meersalz kneten wir die Zwiebeln jetzt richtig schön weich. Jetzt musst du mir eine Sache mal erklären. Richtig doll. Warum Meersalz? Kann das nicht einfach ganz normales Jodsalz und gut ist? Warum das ist Meersalz? Ja, das Problem. Ne? Die meisten sind industriell weiterverarbeitet. Gut. Ja? Und das, deswegen nehmen wir einfach nur reines Meersalz. So, und alles klar. Nee, richtig kneten. Kneten, so richtig zart quetschen auch. Ja, ein bisschen Kraft so, ich ausüben. Ich ummengen. So? Ich brauche klare Ansagen. Ich habe Zivildienst gemacht, ich kenne das sonst nicht. Ich merke schon. Muss richtig weich werden. Ja, ach so, okay, ein bisschen. Okay. Ja, jetzt hat er es verstanden. Jetzt hat er es verstanden. Jetzt wird es aus. Kann man also jetzt eigentlich ganz einfach nachmachen. Ne? Was hast du jetzt noch? Was kommt noch rein? Feta-Käse? Jetzt kommen erstmal die Paprika mit rein. Zwiebeln müssen weich sein, damit die besser verdauen. Ich habe einfach rein. Ich habe die Hände. Und auch ein bisschen kneten. Ich auch nochmal kneten. Warum werden die dann irgendwie so aktiviert oder so? Genau, genau. Die geben so ein bisschen auch sozusagen Flüssigkeit ab, was wir für die Marinade auch brauchen. Erzähl das mal in der Männer-WG, die aktivierte Paprika, liebe Zuschauer. Aber dann kannst du auch ein bisschen Feta-Käse reinbröseln. Einfach mit der Hand zerbröseln. Richtig schön zerbröseln. Ja, kannst du auch. Das finde ich übrigens super. Nicht immer so klein, sondern einfach mal so ein bisschen schneller hier. Männersalat. So nämlich. So, jetzt Oliven. Ja. Super. Oliven, du hast noch einen unfassbar guten Tipp für uns mit der Reibe. Den wirst du gleich vormachen. Ja, aber den muss ich jetzt schon ankündigen, weil ich den so spannend finde. Den musst du nämlich jetzt bitte in die Tat umsetzen. Den Rest mache ich da drüben. So, ich reiche dir eine Tomate. Nee, hier, du bist jetzt der Reiber. Pass auf, hier ist die Reibe. Ja. Um ganz schnell wirklich eine Tomate zu entsaften. Ja. Und wir brauchen keine Dosentomaten dafür nehmen. Nee. Eine frische, eine richtig schöne. Über diese Seite einfach reiben, solange bis die Schale übrig bleibt. Ach. Und schon geht der Saft raus. Und wenn die Handschuhe gleich rot sind, bin ich zu weit gegangen. Dann machst du zu weit, genau. Ich wollte schon sagen, richtig zur kräftig, Not ist richtig ein bisschen aufdrücken. Plastik mit drin. Voll aufdrücken. Ja, voll aufdrücken. Ich habe vielleicht Angst um meine Finger, Roberto. Ich bin kein Spitzenkoch. Du brauchst klare Anweisungen. Wenn du das jetzt mal kurz überschlägst, wenn man so einen großen Salat macht, was muss man da rechnen an Kosten? Was kostet der? Das kostet vielleicht knapp 7-8 Euro für diese Geschichte. Okay. Ja, das ist also nicht viel. Hat man für sowas nicht eigentlich einen Aufsatz? Nein. Ich dachte, du sagst, jetzt hat man nicht dafür eine Frau zu Hause, die das macht. Dann hätte ich gar keine Hausefarm brauchen, das kann ich dir gleich sagen. So? Die Schale muss übrig bleiben. Die Schale muss. Achso, ja, das ist gut. Okay. Toll, hast du das gemacht. Das ist auch alles, was übrig bleibt. Und jetzt zeigen wir schon. Noch mehr. Ja, komm, wir müssen jetzt. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir haben Zeit ohne Ende. Du bist ja eine Live-Sendung. Sag das mal meinem Chef. So ein bisschen Öl drauf, Salz und Pfeffer wahrscheinlich noch, ne? Salz und Pfeffer. Und jetzt anrichten und Croutons rein. Essig. Liebe Zuschauer, wenn Ihnen das ein bisschen zu schnell gehen sollte, das kann man alles finden im Internet. sat1.de/endlich Feierabend und dann sind Sie gut versorgt. 20:15 Uhr. Promi Big Brother live mit Marlene Lufen und Jochen Schropp. Und bis Montag. Vielen Leuten, die jetzt schon nach Hause wollen. Tschüss. Bis Montag.